Ja, hallo und herzlich willkommen zu WWE 2K17 Wrestler Profil und heute machen wir The Perfect 10 Tidelinger. Es ist Ausgabe Nummer 21. Damit haben wir schon über die Hälfte der Wrestler Profile besprochen, die es ja in diesem Let's Play geben wird. Insgesamt werden es ja 39 Wrestler Profile geben und wir haben jetzt schon 20 durch. Jetzt die 21. Folge. Wir haben jetzt alle verfügbaren Spieler gespielt im Prinzip. Außer jetzt Goldberg, der wird gerade ein bisschen später kommen. Und jetzt spielen wir quasi die DLC-Wrestler-Profile durch, kann man sagen. Und wir fangen mit dem NXT-DLC an. Future Stars Pack heißt es, soweit ich das weiß. Und ja, anfangen tun wir mit The Perfect 10 Ty Dillinger. Und dann werden wir halt alle Future Packs, also diese Future Star Packs besprechen. Und dann am Ende auch noch die Legends Packs. Hall of Fame, die Packs werden wir auch die Wrestler besprechen. Und natürlich, Goldberg wird auch irgendwann besprochen. Genau. Gut, da würde ich sagen, fangen wir direkt an mit Ty Dillinger, a.k.a. Ronnie William Arneal. Er ist am 19. Februar 1981 geboren, er ist 36 Jahre alt und kommt aus St. Catharines, Ontario, Kanada. Er ist 1,91 Meter groß. Am 21. Januar 2006 hat er einen WWE-Entwicklungsvertrag unterschrieben und war dann bei OVW, der damaligen Entwicklungsleader von der WWE. Und ja, tot ein paar Jahre, hatte da Fäden gehabt. 2008 im März wurde er dann zu FCW getradet, ist dann dorthin gewesen. Und am 19.08.2008 hat er dann auch sein Debüt gegeben, und zwar bei der ECW, und zwar unter dem Namen Gavin Spears. Jedoch, ja, kann man sagen, war es kein besonderer Run, also eigentlich ein Run, woran sich wahrscheinlich die meisten nicht erinnern. Und so sah auch eigentlich so ziemlich sein Run auch aus, denn er ging wieder zurück. Erstmal wieder in der Entwicklungsliga-Bereich wieder. Und am 9. Januar 2009 wurde dann entsprechend auch entlassen. Er ging aber wieder zurück nach Kanada, wrestelte dort ein paar Jahre in den Indies dort. Und kehrte dann im September 2013 wieder zurück zur WWE, und zwar hat er erneut einen Entwicklungsvertrag bei der WWE unterschrieben und war dann bei NXT. Bei NXT hat er dann ein Tag Team gebildet mit Jason Jordan, jedoch dieses Tag Team hatte keinen wirklichen Erfolg und ja, es war eigentlich ein Jobber-Team letztendlich, die ganze Zeit verjobbt wurden. Sie wurden dann auch kurzzeitig auch gesplittet. Und ja, daraufhin, wie gesagt, sie wurden halt gesplittet und hatten dann kurzzeitig eine Fehde gehabt, die aber an sich kein Mensch erinnern kann, kann man sagen. Also, ich würde jetzt nicht persönlich sagen, dass man sich an diese Fehde erinnern wird. Vielleicht wissen noch manche nicht, dass sie mal ein Tag Team waren. Das kann man auch so erwähnen. Und ja, war danach noch ein bisschen in der Singles-Karriere aktiv, so mit seinem normalen Gimmick. Aber dieses Gimmick, ja, war ein Flop im Prinzip und ja, ging nicht auf, hat alles nicht funktioniert und letztendlich, ja, war er einfach nur ein Jobber. Dann hat er einen neuen Charakter bekommen und zwar The Perfect 10 Ty Dillinger, was er bis heute hat. Hat man ja im Sommer 2015 gestartet und ja, bereichte damit sehr viel Beliebtheit, wurde abgefeiert und wurde damit auch sehr, sehr schnell over mit diesem Gimmick. Ah, scheiße, das hat nicht funktioniert. Ja, genau. Und daraufhin, ja, wurde dann auch, hat man damit das auch genutzt, dieses Perfect 10 Gimmick. Und ja, wie gesagt, hat man genutzt, weil man dadurch auch sehr gut andere Leute aufbauen kann als Aufbaugegner, wenn zum Beispiel Leute zurückkehren oder ihr Debüt bestreiten haben, wie zum Beispiel, dass Sami Zayn sein Comeback gefeiert hat. Und das kann doch nicht sein, dass das schon wieder kontert, ey, das nervt langsam. Oh Mann. Aber gut. Wie schon erwähnt, Sami Zayn hat er angetreten, Shinsuke Nakamura angetreten, Austin Aries, alles verloren. Trotzdem, dass er so viele Niederlagen eingesteckt hat, eigentlich fast alles verloren hat, im Prinzip, wurde er trotzdem
abgefeiert, war immer noch sehr over bei den Fans und die Fans, ja, haben ihn weiterhin gefeiert. Sie fanden ihn immer noch super und ja, wollten weiterhin The Perfect Ten sehen im Prinzip. Und wurde auch dadurch, dass er immer so over war, auch irgendwann auch einfach zum Face geturnt. Was zum Beispiel sehr aufgefallen ist, also zum Beispiel das Match gegen Andrade Cien Almas war, was zum Beispiel eigentlich ja ein Debüt war für Andrade, aber Ty Dillinger mehr abgefeiert wurde und Ty Dillinger eigentlich den Heel spielen sollte, was letztendlich überhaupt nicht funktioniert hat. Weil, ja, die Leute halt auf der Seite von Ty Dillinger waren und Andrade Cien Almas sich für, ja, wenige Leute sich für Andrade interessiert haben. Genau. Dann trat Bobby Roode. Ja, Bobby Roode kommen wir eigentlich auch. Und zwar war es so. Jetzt der Tiebreaker. Ja, der Tiebreaker kommt. Das ist tatsächlich sein Signature. Okay. Das ist ja eigentlich sein Finisher. Was ist denn sein Finisher? Das würde ich mal ganz kurz mal wissen. Perfect 10. Single Knee Face Fake Breaker. Facebreaker, Fakebreaker, genau. Ist ein Fakebreaker, Leute. Okay, dann gucken wir mal, was ein Finisher ist. So, schauen wir uns mal an. Ja. Ja, den Finisher kenne ich. Den hat er lange auch gehabt. Das war so eine Codebreaker, war er jetzt nur halt am Boden. Aber gut. Ich würde mal sagen, wir reden einfach mal weiter. Und zwar hat er mit Bobby Roode ein Tag Team gebildet. Und zwar The Glorious Ten. Jedoch in der ersten Runde direkt rausgeflogen. Soweit ich weiß, gegen Sanity, wenn ich mich richtig erinnere. Und daraufhin hat sich auch noch eine Fehde entwickelt mit Bobby Roode zu NXT Takeover. Zu, ja, genau, NXT Takeover Toronto. Also beide in ihrem Heimat, ja, Land, auch Heimatstaat im Prinzip, Ontario. Und ja, Bobby Roode hat sich durchgesetzt, Ty Dillinger hat erneut gewonnen. Danach gab es eine Fehde mit Sanity, mit Eric Young, Alexander Wolf, aka Axel Tischer, Nikki Cross und Killian Dane. Bitte, sie hatten damals noch einen anderen statt Killian Dane, aber der fällt mir jetzt gerade nicht ein. Hatten sie eine Fehde gehabt bei NXT Takeover San Antonio. Zu Eric Young kann ich noch was erzählen, da gibt es noch eine Besonderheit, aber dazu kommen wir gleich. So, jetzt der Tiebreaker. Und war es das schon mit dem Tiebreaker? Komm, lass es mit dem Finisher beenden, den er eigentlich hat. Sehr schön. Das ist doch gut. Auf jeden Fall, ja. Das Match gab, was er verloren hat. Die Fehde ging trotzdem weiter. Und dann bei. Beziehungsweise geht es zwar weiter, aber in der Zwischenzeit ist Ty Dillinger auch im Main Roster mehr oder weniger debütiert. Und zwar hat Ty Dillinger beim Royal Rumble 2017 debütiert. Oder aufgetreten. Und zwar als Nummer 10 ist er aufgetreten beim Royal Rumble 2017 im Royal Rumble Match. Als Nummer 10 blieb er auch mehr als 5 Minuten dort und wurde dann von Braun Strowman eliminiert. Dann, wie gesagt, bei NXT ging die Fehde mit Sanity weiter. Bei NXT Takeover Orlando gab es ein 8-Mix-Tag-Team-Match zwischen Sanity, also Killian Dane, Nikki Cross, Alexander Wolf und Eric Young gegen Ty Dillinger, Roderick Strong, Cassius Ohno, aka Chris Hero und Ruby Riott. Dieses Match haben erneut Sanity gewonnen mit Killian Dane, der dann Ty Dillinger erneut gepinnt hat. Also Ty Dillinger hat erneut die Niederlage einstecken müssen. Und diese Fehde wurde dann anschließend beendet bei einem Steel Cage Match bei der NXT-Ausgabe vom 19. April 2017, wo Ty Dillinger letztendlich sich durchsetzen konnte und Eric Young besiegen konnte. Dann bei der SmackDown Live-Ausgabe nach WrestleMania 33 gab es dann das offizielle Main-Roster-Debüt von ihm und konnte dann bei seinem ersten Match Curt Hawkins besiegen, was dann sein Debüt war. Momentan, zu meinem Zeitpunkt, gibt es keine genauen Pläne, wie es mit ihm weitergeht, was man momentan im Main-Roster plant. Habe ich momentan keine Idee und momentan hat er eigentlich eher Jobber-Matches, die er halt bestreitet. Er hatte, glaube ich, zuletzt noch Aiden English besiegt. Und seitdem habe ich ihn jetzt nicht wirklich mehr gesehen. Da gab es noch einen Promo-Clip, aber mehr gab es auch nicht. Genau, was kann man noch zu ihm sagen? In der Jugend war er noch ein Eishockeyspieler in Kanada. War, soweit ich mitbekommen habe, auch kein schlechter. So wie ich das gelesen habe. Also hätte die Wrestling-Karriere nicht geklappt, hätte er auch Eishockey spielen können.
Ich könnte es nicht. Und ja, er wurde natürlich auch von vielen Leuten trainiert. Unter anderem wurde er auch von Eric Young trainiert. Also, man muss sagen, er hat eine Fehde gegen ihn gehabt, also mit Sanity eine Fehde gehabt und indirekt dann auch mit Eric Young. Also quasi war das auch so irgendwie nicht nur so, ja, ein Stable gegen Ty Dillinger oder so Sanity versus Dillinger und Co., sondern es war auch irgendwo Trainer gegen Mentor. Fand ich auch interessant, wenn ich das eigentlich so im Nachhinein erfahren habe. Also ich finde es schon interessant, so, dass Eric Young Ty Dillinger trainiert. Natürlich hat Ty Dillinger noch ein paar weitere Trainer gehabt, aber unter anderem wurde er auch von Eric Young trainiert. Und natürlich, was man natürlich da erwähnen muss, natürlich ist ein Perfect 10 Gimmick, was sehr, sehr besonders ist, weil es mittlerweile ja auch im Main Roster reicht. Das hat er so ziemlich angefangen, würde ich sagen, bei NXT TakeOver Toronto, wo es mit den 10 Chants anfing. Was heißt zum Beispiel, wenn ein Countout ist, da wird ja nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 9, gibt es 10 Chants. Also 10, 10, 10, 10, 10 die ganze Zeit. Oder was auch zum Beispiel aufgefallen ist beim Main Roster Debüt von Ty Dillinger, beim Cover wurde 10 gezählt. Also diese 10 Chants haben sich sehr stark etabliert, was natürlich von seinem Perfect 10 Gimmick abstammt. Also was daraus her resultiert, also würde dieses Perfect 10 Gimmick nicht existieren, würden diese 10 Chants eigentlich nicht geben. Aber das kann man auch zu jedem Teil sagen, hätte Daniel Bryan nicht das Yes angefangen, so auf den Sack zu gehen, bis es irgendwann richtig geil wurde. Dann werden auch die Yes-Chance heute nicht mehr geben. Oder hätte Stone Cold Steve Austin damals mit den What-Chance nicht angefangen, dann würde es dieses What heute auch nicht geben. Also solche Sachen halt, ne? Alles, was es halt gibt. Titel, die er gewonnen hat, war natürlich FCW Florida Tag Team Champion mit Nick Nemeth, der natürlich auch vielen bekannt ist unter dem Namen Dolph Ziggler. Er war mit Dolph Ziggler Tag Team Champion. Sonstige große Titel hat er nicht gewonnen, er hat natürlich einige Titel in Indie-Ligen gewonnen, aber ich sag mal so, die sind nicht so bekannt, die Ligen, wo ich sage, okay, die können wir jetzt erwähnen. Nicht, und ich gucke immer, dass ich die wichtigsten, die größten Titel mit reinnehme. Und ja, soviel zu Ty Dillinger, meine Meinung zu The Perfect 10. Ich muss sagen, ich mag ihn, ich finde sein Gimmick super. Es ist natürlich ein 10, nein, natürlich jetzt nicht so ganz. Ich finde an sich, dafür, dass er halt so auch mehr oder weniger auch WWE eingewechselt ist. Er ist jetzt nicht so einer wie jetzt ein AJ Styles, ein Kevin Owens, ein Sami Zayn, die vor allem dies durch die Indie-Karriere natürlich sich ausgezeichnet haben oder auch bei Styles auch TNA, New Japan-Karriere kann man ja sagen. Oder halt auch ein Seth Rollins, ein Dean Ambrose. Solche Vergangenheit hat er in Teilen ja nicht. Er war natürlich auch in Indie-Ligen, aber er war jetzt dadurch nicht bekannt geworden. Also natürlich die große Bekanntheit war bei NXT und dieses Perfect 10 Gimmick und er war halt so lange in der Entwicklungsliga, also er war 2006 bis 2009 praktisch da, dann war er 4 Jahre weg und dann von 2013 bis 2016, ne, bis 2017 war er noch da, also er war 7 Jahre lang, oder wenn man noch die ECW-Zeit noch wegrechnet, 6 Jahre lang in der Entwicklungsliga, was ich auch schon heftig finde und natürlich merkt man auch, dass er auch etwas älter ist, er ist ja 36 Jahre alt, also er ist ja nicht mehr der Jüngste, kann man sagen. Aber mit 36 kann man auch in guter Form sein. Man sieht ja an einer AJ Styles mit 39. Ist gefühlt in seiner Form seines Lebens und wrestelt Weltklasse. Nur mal so als Beispiel. Und von daher mal sehen, was man mit ihm plant. Ich hoffe, man verjobbt ihn nicht. Er hat auf jeden Fall Potenzial, Mid-Carder zu sein. Main Eventer würde ich sagen, nein. Aktuell nicht. Kann sich alles in den Jahren ändern, aber Midcard, also IC, US Champion, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Würde ich ihn auch gönnen, hätte er sich auch verdient, finde ich, weil er dafür auch gut genug ist. Er ist ordentlich im Ring, er ist guter Mike, Ausstrahlung hat er, das Gimmick ist, er ist over bei den Fans, er ist beliebt bei den Fans, er wird auch von den Fans geliebt. Allein schon mit seinen 10 Chants ist er einfach over. Und was man auch natürlich auch nutzen kann, ist natürlich dadurch, dass man vielleicht, wenn er ein bisschen etabliert ist, also ich würde es blöd finden, wenn man den Zaun verlieren lässt, weil ich möchte nicht, dass er ein Jobber wird, wie bei NXT, da war er eigentlich auch, wenn man ganz ehrlich ist, war er bei NXT eigentlich ein Edeljobber. Er konnte aber sich noch gut auszeichnen, ne? Also er hat halt fast alles verloren gefühlt. Wenn man so überlegt, hat er wenige Siege erreicht, also vielleicht sein größter Sieg, muss ich sagen, war klar tatsächlich sogar gegen Eric Young, wenn ich ganz ehrlich bin.
Weil sonst hat er eigentlich fast alles verloren. Er hat gegen Bobby Roode verloren, Sami Zayn. Kevin Owens hat er, glaube ich, bestimmt auch mal irgendwann noch verloren, glaube ich. Also, ich glaube eher Live-Events. Shinsuke Nakamura, Sami Zayn, Austin Aries. Samoa Joe hat er auch verloren. Also, ja. So ganz gut lief es ja nicht in NXT. Ich hoffe, beim Main Roster wird es nicht so, dass er verjobbt wird. Bei NXT geht es ja noch, da ist es nicht so schlimm. Weil es einfach größere Stars hat, aber man kann, aber bei Main Roster gibt es ja mehrere Divisions. Ne? Das ist ja jetzt nicht so, dass es nur, weil bei NXT, finde ich, gibt es halt die Tag Team Division, die Women's Division und den Main Event. Es gibt jetzt nicht so eine Mid-Card Division, wie jetzt bei der WWE, wo es ja so der IC-Teilbereich, so die Mid-Card-Division ist, kann man sagen. Natürlich darunter die Undercard, kann man sagen. Oder auch natürlich Main Event mit dem World Title, Tag Team Division, Women's Division, was ja alles auch da gibt. Cruiserweight Division gibt es auch mittlerweile, bei Raw zumindest. Also solche Sachen halt. Und da war es bei NXT noch nicht so schlimm, finde ich. Beim Main Roster finde ich es ein bisschen schlimmer, wenn man es da machen wird, dauernd, dass er dauernd verliert. Dass er mal verliert, das ist ja nicht schlimm, aber jetzt dauernd verlieren. Also ich würde ein bisschen aufbauen, ihn nochmal zum jetzt US-Champion machen, da er jetzt bei SmackDown ist. Das wäre auch mal ganz cool. Würde ich ihn auch auf jeden Fall gönnen. So vielleicht Kevin Owens gegen Ty Dillinger wäre auch nicht schlecht. Um den US-Teil mal irgendwann mal zu machen. Oder halt irgendein anderer Champion gegen Ty Dillinger, der Ty Dillinger letztendlich den Titel gewinnt. Also auf jeden Fall ganz cool. Und wie gesagt, ich mag Ty Dillinger. Schreibt auch mal in die Kommentare meine Bewertung. Seht ihr hier eingeblendet. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.